Hallo liebe Red Dead Redemption 2 Zocker, hier ein weiteres Gold-Video von mir. Diesmal kümmern wir uns um die Mission Das Rad, anzunehmen in Epilog Teil 1, also die erste Mission aus Epilog Teil 1. Wenn ihr die letzten Videos von mir verfolgt habt, werdet ihr sehen, dass ich jetzt hier einen kleinen Sprung gemacht habe. Das letzte Video, was ich online gestellt hatte, war Mein letzter Junge in Kapitel 6. Ja, und danach habe ich jetzt zwei Missionen ausgelassen, die ich nicht auf Gold gespielt habe. Und jetzt setze ich hier wieder in Epilog Teil 1 direkt in der ersten Mission ein. Ja, ihr hattet jetzt gerade vielleicht schon gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt, im Überblick. Ich habe alle Missionen schon mal gespielt im Epilog Teil 1, um mir hier einen Überblick zu verschaffen. Und werde jetzt hier versuchen, möglichst viele bzw. fast alle Missionen hier online zu stellen im Replay. Und diese dann auf, ja, auf Gold zu spielen. Das ist mein Plan. Hier zu der Mission, aus meiner Sicht eine Mission im absolut einfachen Bereich, also keine Schießereien oder ähnliches, keine ganz, ganz wilden Sachen, worauf ihr achten müsst, keine schweren Ziele zu erfüllen aus meiner Sicht. Wir haben hier zwei Missionsziele. Ja, das erste Missionsziel habe ich jetzt gerade angefangen vor 2-3 Sekunden. Erreiche die Procorn Ranch ohne Vorräte zu verlieren. Ja, ihr seht hier, ich habe den Karren jetzt, ich habe ja einiges geskippt bzw. habe einiges hier vorgespult. Das ganze Unwichtige, um die Mission hier recht kurz für euch zu halten und die wichtigen Infos hier einfach nur reinzupacken. Ihr seht, wir haben hier den Karren jetzt beladen im Endeffekt und müssen jetzt die Procorn Ranch erreichen, ohne Schaden zu nehmen. Also ist ein relativ weiter Weg. Im Endeffekt kann ich euch nur die Tipps an der Hand geben, fahrt hier wirklich langsam, also hämmert nicht die ganze Zeit auf X rum wie verrückt, sodass ihr zu schnell seid und dadurch könnt ihr dann auch letztendlich Vorräte verlieren. Also ihr seht, ich halte mich hier immer an die gelbe Optimallinie, pass auf, dass ich nicht zu weit links, nicht zu weit rechts bin. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Wenn ihr euch mal unsicher seid in der Kurve oder ähnliches, drückt R1, dann dadurch verlangsamt ihr den Wagen bzw. kommt dann fast zum Stehen. Orientiert euch vielleicht immer an dem Pferd so ein bisschen, an dem Kopf des Pferdes auch, wenn ihr in der Kurve seid, wie das Pferd dann da gerade steht. Im Endeffekt habt ihr hier eigentlich nur die Aufgabe, den ganzen Weg über nicht irgendwie an Steine anzuecken oder hier die Optimallinie zu verlassen, irgendwie über was Unebenes zu fahren oder ähnliches. Ihr seht, hier war es jetzt einmal eng bei mir. Da habe ich die Kurve ein bisschen zu scharf genommen bzw. zu stark eingeschlagen. Also wie gesagt, passt auf, dass ihr hier einfach den Optimalweg immer lang fahrt. Ihr habt hier definitiv kein Zeitlimit, das heißt, ihr könnt hier die Ranch innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Minuten erreichen, aber auch von 20 Minuten. Ihr könnt euch da ohne Ende Zeit lassen. Ja, ich bin jetzt hier teilweise vielleicht, ich will nicht sagen, zu schnell schon gefahren, aber habe dann ab und zu auch mal X betätigt. Ihr könnt da wirklich immer nur ganz, ganz leicht X drücken, achtet auf die Kurven, guckt euch oder habt immer die Karte im Blick, ja, dass ihr da nicht irgendwie abschüssig fahrt oder ähnliches und die Vorräte verliert. Ja, das zweite Missionsziel lautet, den Wagen innerhalb von einer Minute zurückzubringen. Das machen wir jetzt gleich hier im weiteren Missionsverlauf. Ist eigentlich an sich auch relativ easy. Startet dann eine Cutscene, dann gleich, dann startet das Ziel vorab. Ihr müsst eigentlich nur auf das Pferd. Ihr müsst schnellstmöglich hinter dem Wagen herreiten, der euch dann gestohlen wird. Und da müsst ihr rechts oder links relativ nah in einem gleichmäßigen Tempo an den Wagen ranreiten. Und sobald Viereck aufleuchtet oder die Info kommt, dass ihr jetzt Viereck drücken könnt, dann springt ihr im Viereck auf den Wagen. Ja, dann sitzt in dem Fall hier John Marston auf dem Wagen und dann habt ihr, oder dann müsst ihr nur noch wieder ein kleines Stück zurückfahren und den Wagen dann abgeben. Beziehungsweise abliefern am Missionszielpunkt, eigentlich auch aus meiner Sicht relativ gut zu schaffen in einer Minute. Da ist das einzig Schwierige, was so ein bisschen tricky ist, ihr müsst das Ganze so ein bisschen dosieren. Es gab schon mal so eine Mission, wo ihr dann auf den Wagen springen müsst, relativ schnell. Da gehört so ein bisschen Timing zu, aber ich denke, wenn ihr das Ganze ein, zwei Mal versucht, dann wisst ihr hier, worum es geht, könnt das Ganze relativ gut abschätzen. Und auch das Zeitfenster ist eigentlich aus meiner persönlichen Sicht, nach meiner Erfahrung heraus, relativ gut gesetzt. Ja. So, wir haben jetzt hier die Procorn Ranch erreicht. Wie ihr seht, wir haben keine Vorräte verloren. Ich bin hier relativ smooth und entspannt hier lang gewackelt, hätte ich fast gesagt, mit dem Wagen. Also 50% der Missionsziel erfüllt. Jetzt startet das zweite Missionsziel, bin ich schon drauf eingegangen. Sobald ihr wieder einsetzt,
drückt ganz auf X mit Dreieck auf das Pferd. Ihr seht den Wagen, wie er wegfährt. Ihr könnt ja auch wirklich wild auf X rumhämmern. Ihr habt mehr als genug Ausdauer mit dem Pferd, aus meiner Sicht, auch im Replay. Ich werde ja hier alle Missionen auch im Replay spielen. Diese hier ist jetzt auch Replay-Mission. Jetzt seht ihr, ich bin relativ eng an dem Wagen dran. Drücke Viereck. Ah, John Marston schmeißt dann die beiden ja automatisch runter. Da müsst ihr hier ein bisschen gucken. Ich habe mich jetzt entschieden, das Ziel, dieses gelbe X, hat sich jetzt so auf 10, 11 Uhr befunden. Ich fahre jetzt hier ein bisschen querfeld ein. Ihr könnt dann vielleicht auch ein Stück später nach links oder ähnliches. Da müsst ihr ein bisschen gucken mit dem Weg. Also das Missionsziel befindet sich jetzt hier quasi mitten auf der Ranch. Hier oben vor diesem großen Haus. Da müsst ihr euch dann einmal ganz kurz orientieren. Okay, wo seid ihr jetzt? Wann habt ihr die beiden Personen da von dem Wagen runtergeschmissen? Und dann sucht ihr euch euren Weg aus. Behaltet das so ein bisschen im Blick halt. Kann ich euch empfehlen, hier diesen X, das Missionsziel, so auf 12 Uhr zu stellen. Müsst ihr ein bisschen gucken, wo sind da ein paar Zäune oder ähnliches. Aber eigentlich von den meisten Seiten relativ gut befahrbar, die Ranch. Dann haben wir das zweite Missionsziel auch erfüllt, den Wagen innerhalb von einer Minute zurückzubringen. Ja, und haben hier beide Missionsziele erfüllt. Also aus meiner Sicht, ja, kann man eigentlich sagen, auch im Replay, wie gesagt, ich habe es jetzt hier im Replay gespielt, eine ganz, ganz einfache Mission, keine Schießereien oder ähnliches, so wie in ganz, ganz vielen Missionen in Epilog 1. Also wir werden hier ganz, ganz viele Missionen spielen, wo wir nicht schießen müssen oder ähnliches. Hier wird ja so ein bisschen das... ja, das einfache Leben, sage ich mal, von John Marston belichtet dann im weiteren Verlauf. Natürlich kommen auch am Ende der Mission dann wieder Missionen, wo ihr, oder am Ende des Kapitels wieder Missionen, wo ihr Waffen habt und schießen müsst und ähnliches. Aber ich denke, nach dem ersten Durchlauf, so wie ich das hier einschätzen kann, werden wir hier relativ viel auf Gold machen können. Relativ viele einfache Missionen, so wie ich das momentan abschätzen kann. Ja, hier nochmal in der Übersicht, erreiche die Ranch ohne Vorräte zu verlieren und bringe den Wagen innerhalb von einer Minute zurück. In der Übersicht, wie ich schon sagte, ich habe hier alle Missionen einmal gespielt. Epilog 1, Teil 1, erste Mission war das jetzt das Rad. Schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg hier in den Epilog. Das war's von mir. Abonniert meinen Kanal für weitere Gold-Videos. Ich bin raus, macht's gut, bis bald und tschüss.